Mission erfolgreich abgeschlossen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ghost Recon Wildlands. In 450 Metern gibt es einen Punkt, zu dem bewegen wir uns jetzt einfach mal und schauen mal, was da so auf uns wartet für einen Auftrag. Irgendwas mit Rebellen und Funkübertragung schützen. Oh, guckt mal, eine Plantage. Das ist ja voll idyllisch hier. Da möchte man sich ja glatt ein Häuschen bauen und sich niederlassen und sich ein bisschen die Hände schmutzig machen, oder? So ein bisschen im Dreck wühlen ist doch jetzt genau das Richtige eigentlich. Das wäre jetzt richtig schön. Das hätte mal wieder was Entspanntes. Ja, das Geschieße hier überall. Überall wird hier nur geschossen und geballert. Das ist schon da in dieser Station, in dieser Base, wo wir gerade eh schon rein wollten. Da ist ein Sicario. Nahe dem Geschütz. Oh, Soll ich mich vielleicht mal hinlegen. Ich sollte vielleicht jetzt mal die Drohne starten. Ich lasse mal den Drachen steigen. Schauen wir mal. Ah, ein Sicario. Ich sehe noch einen Tango. Ein Tango. Tango Nummer 3. Da ist noch einer auf dem Dach, oder? Da sind noch welche auf dem Dach. Da sind welche, da ist einer. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Okay, das sind Zivilisten, alles klar. Boah, ganz schön viele, ey. Und ein Geschütz. Hier waren wir ja schon mal in der letzten Folge. Das ist ja leider ein bisschen nach hinten losgegangen, ne? Mal schauen, ob wir das jetzt vielleicht besser hinkriegen. Ja, da ist die Drohne abgeschmiert. Die Frage ist jetzt, kann ich diesen einzelnen Typen, der da jetzt am Geschütz steht, erschießen, ohne dass die anderen das mitkriegen? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ach, das war ein Gegner. Ein gegnerisches Fahrzeug. Gott. Suchen Sie Informationen zu Rebellenoperationen. Ach, das ist... Das war scheiße knapp. Ja, wartet mal. Ist das ein Auftrag? Nee, wartet mal, das sind nur Informationen, die ich da kriegen kann. Ich suche mir mal lieber noch einen Auftrag, würde ich sagen. Taktikkarte, Einsätze. Neu. Ja, Einsätze will ich mir angucken. Ich will gerne noch einen Einsatz haben. Ist ein bisschen unübersichtlich gerade, muss ich sagen. Ah ja, ah okay. Flamme der Rebellion, zugeteilt. Die Rebellionsführung steht ziemlich schlecht da und Pak Katari benötigt unsere Hilfe. Je mehr wir ihn jetzt unterstützen, desto mehr Hilfe können wir von ihm in der Zukunft erwarten. Achso. Armadillos Kommandant, der Unidad-Hauptmann in der Basis. Okay, ja gut, ich mache jetzt erstmal das. Ich mache jetzt erstmal das mit dieser Base, die jetzt hier direkt vor uns ist, weil wir jetzt gerade hier sind. Und dann machen wir das mit diesem Kommandanten da. Nehme mal meine Pistole. Also hier ist, glaube ich, schlecht, wenn wir uns hier an dem Wachturm... Ah, scheiße, ich renne mal lieber hier rüber. Wenn wir uns hier bei dem Wachturm reinbewegen, ist das, glaube ich, eher schlecht. Das ist, glaube ich, ungünstig. Wir sollten, wenn, dann versuchen, uns so ein bisschen über die Seite reinzuschleichen. Über irgendwie so hier hinten oder so, würde ich sagen. Ich werfe mich jetzt hier mal in den Dreck. Und dann versuchen wir das mal so. Und ich nehme mal die Pistole, genau, mit Schalldämpfer. Jetzt hat er mir hier auf der Minimap irgendwas markiert, was ich gar nicht markiert haben will. Akataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Haus. Ja. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Genau, guckt mal, da rechts scheinen nicht so viele Gegner zu sein auf dem Radar. Wenn wir uns da reinschleichen an der Stelle, dann müsste das eigentlich funktionieren. Besser als, wie wenn wir jetzt da direkt bei dem Geschütz da reinlaufen. Oder bei diesem einen Wachposten. Ich werde auch gleich nochmal eine Drohne starten, wenn wir hier jetzt ein bisschen näher dran sind. Itakua Base. Okay. Das wird jetzt schon mal immerhin angezeigt, dass wir jetzt da sind. Wenn wir gleich bei dem Baum da vorne sind, starte ich nochmal eine Drohne. Da drüben ist der Wachturm, der uns nicht sieht. Was sehr schön ist. Schön langsam fortbewegen. Dann wird das auch so bleiben. Und die Sonne geht auch gleich unter, das heißt, wir können dann auch gleich wieder im Schutz der Dunkelheit eindringen. Das ist immer ein bisschen besser, da sehen die uns nicht so gut. Kann man besser schleichen, besser stelzen kann man dann. So, Zeit für eine Drohne. Schauen wir mal. Ein Zivilist. Frage ist, sind hier vorne irgendwelche Hanseln? Sieht nicht so aus, ne? Der Weg hier ist frei. Direkt hier voraus.
Man soll ja eben immer von der Rückseite aus reingehen in solche Basen. Also ich sehe hier niemanden, der gefährlich wäre. Ah, da ist was zum Aufmachen. Okay, ein Gefängnis oder so. Reichweite ist Tango leider. markiert, er steht sehr nah bei Zivilisten. Okay, da war noch einer. Da hinten. Und das war's mit der Drohne. Ja, aber das ist doch gut. Dann gehen wir doch hier einfach weiter aufs Ziel zu, würde ich sagen. Ganz schön viele. Also, das ist echt die fetteste Base, die wir bis jetzt so hatten, ne? Ich meine, man könnte jetzt natürlich zuerst die Zivilisten da befreien, wo das Schloss ist. Wo das weiße Schloss ist. Oder. Ich weiß es nicht. Wir könnten sie auch alle nach dem anderen wieder platt machen. Würde auch gehen. Man könnte sich irgendwo auf so ein Haus oben verschanzen und warten, bis sie kommen. Das wäre auch eine nette Idee. Das hat ja vorhin eigentlich ganz gut funktioniert, wo wir da die ganze Aufmerksamkeit auf uns gelenkt hatten. Da haben wir sie alle. Hier Nacheinander drüben ist im. ein Narko. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Was wo? Okay, da, alles klar. Es werden ja mal mehr, ey. Sie vermehren sich. Die Dinosaurier vermehren sich und die Narcos auch. Also ich will jetzt mal erstmal versuchen, die Zivilisten zu befreien. Aber das merken die dann natürlich, ne? Das merken die. Vor allem die Zivilisten dieses Gefängnisses, das ist voll unbewacht. Guckt euch das mal an, da ist keiner. Da ist kein einziger Narko. Hier neben dem Truck gibt es auch irgendwie Support oder so. Da ist irgendwie Material. Sehen die uns von hier? Können die uns sehen? Nee, ne? Oh, warte mal, da kommt einer. Machen wir lieber hier in Deckung. Ah, der sieht einen nicht. Der Typ ist dumm. Da, Supplies. Supplies. Dann hocken wir uns doch mal hier hin. Markieren den Nachschub. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Und Nachschub gleich wieder holen. hinlegen, genau. Und dann kriege ich mal weiter zu den Gefangenen. Was ist denn hier los? Hier ist Musik an. Ist hier jemand? Nee, keiner da. Erstmal hier die Kiste vor sich wischen. So, da ist wieder ein Schloss zum Knacken und keiner ist in Sichtweite. Das ist gut. Da ist ein Sicario, dicht beim Ne? Reifenstapel. Wo? Wo ist einer? Sehe ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er meint. Ich mach das jetzt hier auf. Alle raus! Das ist ja nur einer. Aber egal. Besser einer als keiner. Oh! Tango ist tot. Den können wir wirklich erschießen jetzt. Kann man die Leichen eigentlich wegschleifen, dass die nicht sehen können? Das will ich jetzt mal probieren. Ich will jetzt mal probieren, ob man die Leichen entfernen kann. Ob man die wegziehen kann. Ja, die Leiche ist verschwunden. Nö. Warte mal. Weiß ich nicht, ob wir eingreifen. Ach, das sind Rebellen hier. Warum greifen die einfach an, ohne uns Bescheid zu sagen, ihr dämlichen Idioten? Dann auch noch von unserer Seite aus. Also die Rebellen kann ich jetzt schon nicht leiden, muss ich sagen. Da mache ich lieber alles alleine. Wenn das der Support ist, den ich von denen bekomme, dann mache ich lieber gleich alles alleine. Ohne Spaß. Huch. Bam, Ziel erledigt. Das war so minimal knapp, kann das sein? Ja, toll! Wollte er mir gerade das Leben retten, oder was? Was war das denn? Okay, ich würde sagen. Greife Tangos an. Ja, greif mal an. Wir ziehen uns mal erstmal hier irgendwie in so ein Gebäude zurück, würde ich sagen. Feind am Boden. Irgendwie mal dahin, wo Deckung ist. Gucke mal an. Ah. Wer ist da? Wo? Ah, da oben ist einer. Ach was. Mach Sachen. Scheiße.
Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe nehmen, eine mit mehr Bums. Oh, scheiße. Nochmal. Oh. Ah. Boah, das war... Ah! Ducken. Alter, scheiße. Okay, das ist, das wird hier allmählich ein bisschen brenzlig, wenn ich das mal so sagen darf. Zurück, zurück. Ein Stück zurück wieder. Zurückziehen. Komm, komm, komm. Aber das ist ein krasses Gefühl, wenn man plötzlich merkt, dass die Gegner einen entdeckt haben und dann auch so massiv auf die Position einstürmen. Na, wenn man das so... Da hinten ist einer. Ich kann ihn nicht erschießen von hier. Ich umgehe den jetzt einfach, den Hansel. Ich versuche den jetzt von hinten platt zu machen. Vielleicht schaffe ich es ja lautlos. Vielleicht mit F lautlos messern. Mal gucken. Haha! Knack! Duck dich doch! Oh Gott, dass er dann aber auch immer wieder aufsteht. Das ist so schwachsinnig irgendwie. Da! Gegner getroffen. Da! Ah, oha, scheiße. Wegrennen, wegrennen. Zurückfallen lassen, zurückfallen lassen. Wo? Jetzt gehe ich einfach von der anderen Seite wieder ran. Höh. Jetzt kriegen die eh nicht mit. Mal aufstehen. Haha! Das war's mit ihm. Spawnen die eigentlich nach in ihrer Base? Wie ist denn das? Kommt da. Ah! Scheiße. Kommen da irgendwann immer mehr? Wie ist denn das eigentlich? Ah! Neue Fertigkeit erhalten, Stufe 4. Ich würde ja jetzt gerne da mal eindringen. Ah! Ah! Raus, raus, raus! Alle raus! Raus, 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 raus! Irgendwie kommt es mir vor, als wenn da immer mehr spawnen von denen. Ohne Witz. Irgendwas sagt mir, dass die da nachspawnen in ihrer Base. Weil dieser rote Fleck hier bei dem Gebäude, der war doch vorher nicht da. Oder haben die sich in der Zeit schon so schnell nach vorne bewegt? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es ist alles so Sachen, die muss ich erstmal sozusagen mir erfühlen, ja? Das, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Guck mal. Durch die Europalette durch. Nicht schlecht. Also, ah! Er schießt ihn! In den Schritt! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da war noch einer. Hä, wie sie sich überschlagen. Ah! Puta, 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 puta! Ah! Ich glaube, das waren alle. Echt? Na dann. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ich glaube, das waren alle. Wie ist das? Hat er eine Strichliste, wo er die einzelnen abhakt? Ist auch geil. Ich glaube, das waren alle. Also ohne Scheiß, ich hätte jetzt gedacht, da kommen noch ein paar hundert. Ne, so, weil da kam immer mehr irgendwie. Permanent. Aber das war gut. Also von hinten in so eine Base reingehen ist definitiv eine gute Idee, glaube ich. Das sind alles Zivilisten da vorne. Ja, das sind alles Zivis. Warum wird eigentlich die Sicht so dunkel, wenn ich in die Richtung gucke? Was ist da denn los? Mal kurz das Geschütz hier abchecken, dass da auch alles clear ist, nicht dass da noch einer steht. Ne, ist alles okay. Kann man hier Munition abkrabbeln eigentlich? Man könnte sich ranstellen und es benutzen. Lohnt sich aber gerade nicht. So, dann gehen wir mal... Ah, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Wartet mal. Von oben zum Beispiel. Oh Gott, da ist wieder so ein Prediger, der wieder einen... Das Ohr abkaut die ganze Zeit. Ganz schrecklich. Schreckelisch. Das ist dieser El Chefe, den wir am Anfang gesehen haben im Intro. El Chefe, Popeffe. So. Da ist ein Laptop. Oh, wo kommt das her? Hä? Ist das der Drucker oder die Kaffeemaschine? Ach nee, da oben. Warte mal. Danke dafür, das musste sein.
Die Kugeln waren es wert. Ey, da ist noch irgendwo ein Radio an. Ey, ich raste aus. Hacken! Ausrüstung finden, Nachschubüberfälle finden, Rebellenoperationen finden. Machen wir mal Rebellenoperationen. Hier ist der Standort eines Kartellsenders. Deaktivieren wir ihn. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die Einführung Seite. Rebellen, ja, das ist eine gute Idee. Das gucken wir uns mal an. Rebellen sind Verbündete, die ihnen im Kampf helfen. Rebellenoperationen schalten Unterstützungsfertigkeiten frei. Lokalisieren Sie Rebellenoperationen auf der Taktikkarte oder finden Sie Ausrufezeichen. Okay. Ja, dann. Leon Polito bringt, ist es das wert? Aber sollen wir jetzt Flamme der Rebellion weitermachen? Ich glaube, das ist ja nur so ein Nebenmissionsstrang, mit dem wir uns die Rebellen noch ein bisschen gefügiger machen. Ich glaube, das ist gar nicht so sinnvoll. Ich wechsle jetzt mal wieder auf die Hauptmission, würde ich sagen. Wo war das nochmal? Genau, das war hier. Armadillos Kommandant. Ein Unidad-Hauptmann namens Fuentes hat mit Jury und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagt. Okay, das ist natürlich wieder fast 3 Kilometer weg. Warum auch nicht? Gibt es hier irgendwo ein Auto? Haben die hier irgendwo ein Auto, was man mal klauen kann? Die bösen Jungs, die schweren bösen Jungs? Dann können wir ja da gleich noch hinfahren. Und dann ist auch die Folge zu Ende. Hey, wartet mal, hier ist noch was. Hier ist Zeug. Das können wir mal hier markieren, ne? Nachschub markieren, guckt mal. Diese Punkte müssen wir ja freischalten. Wir brauchen diese Treibstoffpunkte, damit wir neue interessante Fertigkeiten bekommen können. Und die Munition ist, glaube ich, auch gar nicht so sinnlos. Ich glaube, ich sollte mich hier nochmal ein bisschen umgucken, tatsächlich. Da ist, glaube ich, auch noch einer eingesperrt irgendwo, ne? Ein Rebell. Hier ist auch noch was. Wie brutal mag Juris und Politos Folter. Hier ist einer eingesperrt. Das will ich ganz sicher nicht rausfinden. Es bestimmt muss auch ein bisschen aufpassen hier. Ich meine, wir reden hier von bleibenden Schäden und Tod und so. Die sind medizinisch ausgebildet. Da sind Medikamente im Einsatz. Die wissen, wie sie ihre Opfer verhalten. Da hinten ist auch noch einer. Weißt du, früher brauchten echte Folterer keinen Stoff, um die Opfer wach zu halten. Also sind es Amateure. Offensichtlich, wenn du siehst, wie wenige ein Verhör überlebt. Was ist das hier? Ein echter Folterer, ein Profi, behält die Kontrolle. Der weiß, was nötig ist. Jury und Polito sind nachlässig. Die lassen sich hinreißen. Sie machen es aus Spaß, nicht für den Beruf oder wegen der Kunst. Ja, die sind brutal. Aber nicht, weil sie es wollen. Die sind brutal, weil sie inkompetent sind. Hinter diesem Grinsen hast du noch eine dunkle Seite, oder? Okay, da haben wir jetzt noch ein paar Sachen quasi erledigt hier in der Base. Da gab es noch ein paar Gefangene und so. Und hier ist auch noch Supply. Warte mal, hier in dem Gebäude ist noch Supply. Das müssen wir alles freischalten. Desto schneller können wir neue Fertigkeiten freischalten, glaube ich. Hier, guckt mal hier, hier ist noch Supply. Das ist wichtig. Jetzt hätte ich jetzt fast vergessen alles. Hinter mir ist noch irgendwas. Hä, wo ist denn da noch was, bitte? Über mir wahrscheinlich, oder? Ja, oben wahrscheinlich, auf dem Dach, ne? Das müssen wir alles mitnehmen. Alles mitnehmen hier. Da oben. Das kann nur hier oben sein. Da! Oder? Ne, es ist wieder nur... Hä, Moment mal, hier war doch irgendwo gerade noch eine Kiste markiert oder sowas. Da! Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Bonusorden. Schalten Sie einen einzigartigen Bonus für die jeweilige Fertigkeit frei. Funkausrüstung. Orden nehmen. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform ist? Nee. Geborener Anführer. Fertigkeitenmenü öffnen. Machen wir das doch mal. Jetzt habe ich einen Orden bekommen. Ach hier, geborener Anführer. Was macht das? KI-Kameraden töten effizienter. EP-Stufe 16 muss erreicht sein. Okay, na gut, wenn ich dann da angekommen bin, kriege ich durch den Orden Effizienzsteigerung. Okay, aber jetzt könnten wir ja theoretisch schon mal wieder ein bisschen was freischalten, ne? Zum Beispiel bei der Drohne. Mehr Batterie bei der Drohne und vielleicht auch Reichweite ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber da brauche ich... Was ist denn dieses Plus eigentlich? Was ist das? Ich mache mal Batterie bei der Drohne. Dann hält sie länger. Dann kann ich länger damit rumfliegen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Und als nächstes können wir dann Nachtsicht freischalten. Hey, wartet mal, hier unten ist auch noch ein Gefangener irgendwo. Unter mir. Kann ich hier runter? Nee. Irgendwo hier unten ist noch einer im Knast. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Nee, das sollte ich lieber nicht versuchen. Da ist doch ein grüner Punkt. Da unten.
Hier ist auch noch was, Alter. Wir müssen das alles mal besser hier markieren. So viel zum Thema, wir machen uns auf den Weg zur nächsten Mission. Hier ist irgendwo noch ein Knast. Irgendwo ist hier ein Knast. Hier unten irgendwo. Hä? Das verstehe ich nicht. Oder oben? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Mission. Wir laufen jetzt schon mal los. Und ich würde auch sagen, die Folge ist an der Stelle tatsächlich zu Ende. Wir klauen uns jetzt hier noch ein Fahrzeug. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Bei der Basis von Armadillo. Bis zur nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Bis dann, ciao, ciao.